Wie ist denn der aktuelle Stand knapp 70 Tage vor der Sale? Ja, wir können freudestrahlend berichten, dass wir 264 Schiffe aus 22 Nationen haben, die Liegeplätze, die Bremerhaven zur Verfügung hat. In den stadtbremischen Häfen sind alle belegt und voll. Wir haben viele, viele neue Schiffe hier, die wir den Besuchern präsentieren können. Und wir freuen uns auf 5 maritime tolle Sommertage. Wo ist denn jetzt aktuell die größte Baustelle, die noch zu erledigen ist? Das Wetter. Aber da haben wir leider keinen Einfluss drauf. Alles andere ist planbar und das haben wir erledigt. Eigentlich könnten wir heute schon loslegen, aber wie gesagt, wir warten ab, bis alle wunderschön hier mit einer Einlaufparade am 12. dann die Weser hochkommen und uns dann hier den vielen Besuchern nicht nur Rede und Antwort stehen, sondern auch viele, viele neue und ich glaube auch interessante Eindrücke für die Besucher parat halten. Ist denn bei Ihnen schon diese Vorfreude spürbar? Merken Sie das schon, dass Sie unruhiger werden jetzt, wo die heiße Phase beginnt? Ja, das ist aber ganz normal, glaube ich, wenn man so eine große Veranstaltung hier zu verantworten hat. Aber das ist positiver Stress, das bringt Spaß. Und wie gesagt, die ganze Crew, die ganze Mannschaft, ist ja nicht ein Einzelner, das ist ja immer die Crew, die das macht. Und wir freuen uns darauf, nun endlich loslegen zu können. Verraten Sie uns noch Ihr persönliches Highlight bei der SEAL. Was darf man sich nicht entgehen lassen? Ich freue mich unbedingt auf die große Einlaufparade mit unserem Bundespräsidenten, der extra seinen Urlaub für diese Einlaufparade, für die SEAL unterbricht. Und das ist für mich eine Wertschöpfung für unsere Arbeit, die wir mit schätzungsweise in Spitzenzeit mit 800 Leuten dann hier bewältigen.